Leute, heute starten wir ein Megaprojekt in Minecraft, Freunde, denn ich habe hier heute was richtig Krasses vor. Wir müssen als erstes erstmal in eine toxische Höhle gehen, eine toxische Höhle finden. Ich habe dazu nämlich eine Karte bekommen und weiß, wo sich eine befindet. Und da werden wir uns nämlich etwas richtig Krasses besorgen. Und zwar ein ganzes Stack Atombomben. Let's go! Da sind wir auch schon im richtigen Biom angekommen. Ich habe hier diese krasse Höhlenbiomkarte von Dr. Banks bekommen. Und jetzt werden wir uns hier reingraben in die toxischen Höhlen. Und da holen wir uns jetzt alles, was wir brauchen für eine kleine süße Atombombe. Oder vielleicht auch für zwei oder vielleicht auch für 1000. Ich weiß noch nicht so genau, wie viele wir machen. Auf jeden Fall habe ich hier auch schon Eisen so ein bisschen gefarmt und ein paar andere Sachen, Leute. Und dann geht's los. Aber sag mal, wo kommen wir denn da jetzt rein? Ja, Leute! Oh mein Gott! Okay, 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 okay. Wir sind... Ist das Uran? Ist das... Uran! Ich habe Uran bekommen, Leute! Wie nice! Okay, ich muss jetzt mal... Ich habe hier noch ein paar... Bisschen Schrott aus den alten Folgen habe ich hier noch so drin in meinem Inventar. Der muss weg. Und ich glaube... Ach, vielleicht mache ich hier ein Foto. Wir behalten die Kamera mal da. Vielleicht machen wir noch ein Foto. Aber Uran ist gut... Das weiß ich gar nicht, ob wir das brauchen. Die Karte brauchen wir erstmal auch nicht. Aber ich höre hier nämlich schon Monster. Leute, wir sind hier zum ersten Mal in diesem krassen Biom. Hä, wieso bin ich denn verstrahlt? Hä? Ich glaube, ich regeneriere nicht. Freunde, ich glaube, man regeneriert hier drin nicht. In diesen Höhlen kann das sein. Habt ihr das schon bei anderen gesehen? Warum bin ich denn verstrahlt? Nur weil ich im Inventar ein bisschen Uran habe? Deswegen muss ich doch nicht gleich verstrahlt sein. Das ist doch nicht normal. Warte, was, wenn ich das Uran wegmache? Ich habe halt keine Kiste oder so, aber ich könnte es theoretisch mal hier unten reinwerfen. Uran, okay. Bin ich verstrahlt wegen des Urans oder weil ich in dieser komischen Höhle bin? Wir werden es gleich wissen. Ich musste feststellen, dass es tatsächlich am Uran liegt, das uns hier bestrahlt. Ich versuche es mal in den Rucksack zu packen. Das scheint funktioniert zu haben. Ja, könnte sein, dass wir so dann damit gut zurechtkommen. Wir brauchen halt Uran für die Atombomben, Leute. Wir brauchen also definitiv eine ganze Menge Uran. Und wir müssen Creeper finden. Irgendwelche komischen Creeper. Oh Gott, ich bin schon wieder bestrahlt worden. Ich glaube, jedes Mal, wenn man das abbaut, kann das sein, dass man bestrahlt wird, wenn man das abbaut. Aber es ist halt super viel Uran. Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht so lange uns damit beschäftigen. Ich guck mal kurz hier rein, wie viel wir brauchen. Eine Atombombe benötigt. Gucken wir mal rein. Wir brauchen Uranstäbe, einen spaltbaren Kern und einen Uranblock. Uranblock ist easy. Uranstäbe macht man mit Lohnruten und mit Eisen. Das ist halt auch easy. Und den spaltbaren Kern, den droppen scheinbar die Creeper. Das heißt, eigentlich brauchen wir gar nicht so krass viel Uran. Wir brauchen, wenn wir sagen, wir so ein Stack Atombomben haben wollen, 21 Stacks Uran. Ich weiß nicht, ob ich das richtig kalkuliert habe, Leute. Meine mathematischen Fähigkeiten sind manchmal nicht so on point. Aber ich denke mal, das wird so ungefähr hinkommen. Also, hier ist ein Creeper. Okay, ist das ein toxischer Creeper oder sowas? Das ist gar kein Creeper, das ist ein Zombie. Hat der was? Ne, normales verrottetes Fleisch gedroppt. Und da ist halt ein Creeper? Okay. Ist das einer mit so einem spaltbaren Kern? Nö, das war ein ganz normaler Creeper. Ich glaube, wir müssen aber diese besonderen Creeper suchen, Freunde. Wir können hier nicht so einen normalen Creeper nehmen. Da ist halt ein Skelett. Nee, müssen wir ja mal ein Gar ausmachen. Das... Oh, hallo? Hörst du mal auf, wegzulaufen? Meine Bow-Skills, Leute, die sind irgendwie hier gerade... Ach, ja, da haben wir es. Oh mein Gott, eine verstrahlte Miezekatze? Was zum... Was ist das denn? Ich war noch nie in so einer Höhle, ne? Das... Ohne Mist, da ist eine... Hä? Was bist du? Wieso bist du so süß? Oh, ich will die haben. Und die miaut auch noch. Ach, Leute, die ist voll cute. Okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall jetzt diese Creeper suchen, Freunde. Wir müssen... Hey, hier geht's schon wieder raus aus der Höhle. Okay, dann müssen wir... Oh, was ist das da für ein Vieh? Sieht ja aus wie eine Kakerlake. Oh Gott. Hilfe. Ih, die klingen voll eklig. Ih, der hat einen Creeper mitgenommen einfach. Kann man sich auf den draufsetzen? Nee, kann man nicht. Okay, keine Ahnung, was es ist. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was es soll. Es hat auf jeden Fall irgendwas gedroppt. Und zwar toxische Paste. Lecker.
schmier ich mir auf mein Brötchen. So, Leute, jetzt weiß ich aber, was mit Creeper gemeint ist. Was sind die Dinger da? Das ist ja ein Riesen-Creeper. Oh mein Gott. Wie soll ich den töten, ohne dass der mich explodiert? Wahrscheinlich mit einem Bogen, würde ich sagen. Aber dann droppt der nicht so viel. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht. Okay, 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 okay. Die Alarmanlage ist angegangen. Da oben ist auch irgendein Monster. Himmel, was macht dieser Creeper? Warte, warte, warte. Ja! Okay, okay. Ich glaube... Ja, wir haben 3 spaltbare Kerne bekommen von dem einen Creeper. Richtig gut. Und hier ist auch irgendein Monster. Hilfe. Junge, was ist mit dir los? Oh mein Gott, der wirft einfach irgendwas. Hä? Der hat grünes... Achso, das ist irgendwie so ein Zeug, das hilft, wenn man verstrahlt ist oder sowas. Okay, Leute, wir brauchen mehr Creeper. Wir müssen gucken, dass wir mehr Creeper finden. So, Leute, ihr seht gerade, ich bin ein bisschen verstrahlt. Und wir befinden uns außerdem auf dem Sprengstoff-Testgelände. Das habe ich nicht erfunden, sondern Ben macht hier immer die ganze Zeit Sprengung, Leute. Hier, es wird alles in die Luft gejagt. Wie viele Löcher hier einfach schon sind. Froh, dass es die Tiere noch nicht erwischt hat. Die Bisons und die ganzen anderen Tiere. Leute, wir sind hier im Sprengstoff-Testgelände. Ich halte mal ein bisschen Abstand zu den Tieren. Wir wollen ja hier niemanden gefährden oder sowas. Denn wir werden jetzt hier 100 Millionen Atombomben craften. Naja, es sind nicht 100 Millionen geworden. Leute, ich habe hier original, ich würde schätzen, so 4-5 Stunden gefarmt. Die ganzen Creeper und den ganzen Kram. Das hat halt echt mega lange gedauert. Ich habe hier 27 mal 2, ich glaube, es sind 54. Ich will gar nicht, vielleicht habe ich auch gelogen, keine Ahnung. Spaltbare Kerne von diesen Creepern. Ich merke gerade, wir haben mehr spaltbare Kerne als Uranstäbe. Ich bin auch eine Nase, wir können nur 25 Atombomben machen. Ich hätte mehr Uranstäbe machen sollen. Nein, warte, warte, warte. Okay, die gehören dahin. Das gehört hierhin. Dann da unten der spaltbare Kern. 25 Atombomben in meinem Inventar, Junge. Ich habe 25 Atombomben in meinem Inventar, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Die können jetzt eigentlich nicht in die Luft gehen, solange ich die in der Hand halte. Normalerweise muss man die platzieren. Und wenn man die platziert hat, dann muss man sie anzünden mit dem Feuerzeug. Und dann gehen die halt auch hoch, ne? Und das wollen wir natürlich jetzt nicht hoffen, wenn wir hier sind. Ich habe mir überlegt, ich will die Atombomben gerne im Nether zünden, um nämlich Netherite zu farmen, Leute. Denn ich glaube, wir könnten, wenn wir ganz viel Glück haben... Ich habe nämlich übrigens auch Wither-Skelettköpfe gefarmt, Leute. Wir können Wither spawnen. Und dann könnten wir nämlich den ersten Beacon auf dem Freundesserver machen... Und das auch noch mit Netherite-Blöcken. Das wäre krass. Mal gucken, wie viele wir zusammenkriegen. Vielleicht schaffen wir es, einen ganzen Beacon mit Netherite-Blöcken zu machen. Vielleicht schaffen wir nur vielleicht 3 Netherite-Blöcke oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es kann halt echt, wenn man mal so rechnet, das kann echt, ja, das wird eine Weile dauern, Leute. Wir werden mal schauen, wie viel Netherite wir bekommen mit diesen 25 Atombomben. Und deswegen auf in den Nether. So, meine lieben Freunde, wir legen los und platzieren die erste Atombombe. Ich habe hier mich mal ein bisschen runtergegraben. Und wir sind jetzt auf Höhe 12 und fliegen am besten ganz schnell weg. Denn da geht jetzt eine fette Atombombe hoch. Und ich will nicht sterben, Leute. Weit weg, weit weg, weit weg. Ich glaube, das sollte jetzt safe sein. Hier sollten wir safe sein. Ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Atombomben-Explosionen hier auf dem Server erlebt. Oh Gott. Ich bin in die Wand gebackt worden. Was ist hier für... Leute! Warte, da ist es explodiert. Man sieht das schon, man sieht das schon. Oder kommt das noch weiter? Freunde, was passiert hier? Junge, da ist ja überall Lava. Ist es eine Lava-Atombombe? Guck mal bitte, was hier passiert ist. Hä? Leute! Was? Was? Ist hier ein Lavasee drüber? Oh mein Gott, was haben wir getan? Wie soll ich denn so Netherite farmen? Hier ist ja einfach überall Lava. Oh no, wie kriege ich die denn jetzt weg, Leute? Kann man da reinfliegen? Hä, da ist ein Drachen. Komme ich wieder raus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich kein Feuerdamage bekomme. Ist jetzt eigentlich okay. Ich will mich nicht beklagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier, also so kriegen wir kein Netherite, Leute. Ich weiß nicht. Kann man hier mal durchfliegen? Nee, hier passiert nichts. Hier. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber das hat uns jetzt hier nicht viel Netherite gebracht. Ich habe hier einen Netherite, den habe ich unterwegs abgebaut. Sonst sehe ich hier persönlich gerade gar nichts. Aber vielleicht zünden wir die nächste Atombombe einfach mal, wo ein bisschen weniger Lava ist. Was im Nether allerdings ein bisschen schwierig sein könnte. Zünden wir mal die nächste einfach hier so ein bisschen daneben. Ich
weiß nicht, ob das reicht so vom Radius. Wir werden es gleich mal sehen. Wir sollten wieder schnell wegfliegen hier. Gleich wird wahrscheinlich wieder alles ein bisschen hell hier auf unserem Bildschirm. Mal gucken. Achtung, Achtung. Ich hoffe, wir sind safe. Ich hoffe, wir sind safe, Leute. Mal gucken. Oh. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, bleiben wir einfach stehen. Bleiben wir. Alles cool, alles cool. Nichts passiert. Also, mir geht's gut. Ich kann wieder durch die Wände gucken. Hex. Oh mein Gott. Leute. Hä? Okay, das war nur verbuggt. Ich glaube, wenn das aufhört zu rütteln... Ja, es hört auf. Okay, dann können wir wieder hinfliegen und nachgucken. Nein, hier ist wieder voll viel Lava. Sind wir hier direkt... Oh, Netherite! Let's go! Wir haben eins gefunden. Nice! Die Atombomben lohnen sich. Nein, noch nicht wirklich. Noch nicht so wirklich. Ich muss irgendwie eine Taktik finden, dass hier nicht so viel Lava ist. Vielleicht müssen wir... Haben wir zwei, ja. Vielleicht müssen wir auf einer anderen Höhe sprengen. Wir gucken... Oh, Netherite! Oh mein Gott! Okay, okay, Leute. Vielleicht lohnt sich das doch. Vielleicht lohnt es sich doch. Weil wir haben jetzt hier schon zweimal Netherite gefunden. Okay. Oh, oh mein Gott. Da ist noch eins. Da ist noch eins, Leute. Let's go. Das bauen wir hier. Oh, ich baue es mit ab. Ich baue es mit ab. Das kann eigentlich nicht verbrennen. Das ist das Gute. Yeah. Okay, wir haben es perfekt. Ach, die Lava fließt weg. Das ist die Lava von der ersten Atombombe. Und guckt mal, die fließt weg. Das ist scheinbar nur durch die Bombe. Kommt hier die Lava im Nether. Aber wie viel Netherite wir hier bitte schön haben. Wie krass ist das denn bitte? Ey, schaut euch das mal an. Das ist ja alles voll hier mit Netherite hier unten. Da hinten ist auch noch einer. Leute, let's go. Das ist ja mal die effektivste Taktik, hier in Minecraft Netherite zu farmen. Und da ist noch ein Netherite, Leute. Als ob einfach. Junge, wir haben schon 13 antiken Schrott. Das ist genug für, glaube ich, 3 Netherite-Barren, wenn ich mich nicht irre. Aber wir schauen nochmal weiter. Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Sprengung aber auch hier direkt unter einem Lavasee gemacht. Ich brauche mich nicht wundern, wo die ganze Lava herkommt, wenn ich einfach hier einen Lavasee zersprenge. Ich glaube, wir suchen uns einfach mal eine bessere Location für die Sprengung. Und dann haben wir vielleicht auch nicht so ein fettes Lava-Problem. Atombombe Nummer 3 wird gezündet. Mal schauen, was dabei jetzt rauskommt. Wir fliegen natürlich wieder ganz schnell weg. Oh! Oh! Oh mein Gott, wir müssen weiter weg, wir müssen weiter weg. Ich glaube, ich war... Oh, wow, 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 Leute. Was geht da ab? Ich war gar nicht mal weit genug weg. Okay, okay, Achtung, Achtung, Achtung. Weil sonst wären wir nachher verstrahlt und dann müssen wir wieder eine halbe Stunde aufpassen. Leute. Hab ich... Oh mein Gott. Ich habe die Mobs verstrahlt. Nein, es tut mir leid. Das wollte ich wirklich nicht. Oh Gott, was ist mit euch passiert? Ab in die Lava mit dir, dann geht's dir besser. Rein da. Bisschen Jod nehmen oder so. Das hilft, habe ich gehört. Oh Mann, Leute. Aber dass sie so krass verstrahlt. Aber guckt mal, das sieht doch schon besser aus. Wir sind jetzt auf einer anderen Höhe gewesen. Das heißt, hier war auch nicht großartig Lava. Ich baue jetzt mal alle Lava, die da ist, weg. Und dann sehe ich hier und dort hinten auch schon wieder etwas Netherite. Und ich würde sagen, wir Leute, wir machen jetzt hier erstmal... Die, wie viel habe ich noch übrig? 22 Atombomben durch und gucken mal, wie viel Netherite wir am Ende da rausbekommen haben. Let's go. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt soweit. Ich habe hier tagelang Netherite gefarmt und es ist absolut geisteskrank. Wir haben hier 1, 2, 3, ein halb Stacks antiken Schrott. Ein viertes, also das viereinhalbste Stack, habe ich hier schon geschmolzen zu Netherite-Platten. Und den Rest, den haue ich jetzt hier auch mal in den Ofen mit Lava. Let's go. Dann schmelzen wir das nämlich auch nochmal durch, weil wir brauchen den natürlich hier schön geschmolzen, den antiken Schrott. Let's go. Und einen Netherite-Barren habe ich hier schon in der Hand. Und ich bin gespannt. Meinen Berechnungen zufolge müssten wir genug haben, genug Netherite-Blöcke kriegen, um einen Beacon damit bauen zu können, Leute. Das bedeutet, wir brauchen 8 Blöcke und eigentlich 9, aber... Der ist in der Mitte, den sieht eh keiner. Da machen wir einfach einen Diablock hin oder irgendwas Billiges, Freunde. Nee, ich glaube, wir müssen genug haben, wirklich, für genug Netherite-Blöcke. Ich bin mega gespannt, ob das klappt. Das Ganze ist auch gerade hier schon durchgeschmolzen, Leute. Wir nehmen das alles mal aus dem Ofen und dann gucken wir mal, wie viel wir insgesamt haben. Ah, hier ist noch einer drin, das... Ja, wir wollen hier auch nichts vergessen, Leute. Weil das ist ja alles ziemlich wertvoll. Dann brauchen wir natürlich dazu
genauso viel Gold einmal. Ich weiß nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall genug Gold. Das ist nicht das Problem. Da gehören nämlich dann immer so 4 von denen rein. Wo haben wir nochmal 4 rauf? Dann haben wir nochmal 4 rauf. Dann haben wir hier nochmal 4 rauf. Und dann kommen die ganzen Goldbarren dazu. Ey, wie perfekt ist denn das bitte? 64 Netherite-Barren, Freunde. Alles klar. Und nochmal 8. Und dann guck mal, bei Berechnung zufolge müsste es reichen. Es reicht perfekt, Leute. Guckt euch das mal an. 8 Netherite-Blöcke. Exakt so viel, wie wir brauchen. Ich habe hier ewig mit den ganzen Atombomben dran gefarmt, Leute. Ich sag's euch. Der halbe Nether ist einfach komplett zersprengt. Ich bin weit weggegangen, ja. Also die anderen können sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe das nicht komplett kaputt gemacht oder sowas. Warte, ich muss das Gambo zeigen. Wir müssen mal kurz rübergehen. Hallo? 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 Hi, Gambo. Moin. Hey. Alles klar? Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ein Geheimnis? Ja. Ja. Okay, pass auf. Guck mal, was ich hab. Was? Warte. Das ist ein Netherite-Block. Wo sind die denn her? Gambo! Gambo, meine Folge! Meine Folge, ich wollte einen Bienen bauen. Ich hab's doch gestern gefahren. Was? Weißt du, was du kannst das, boah, das dauert doch voll lange. Junge, ja, ich hab, ich glaube, 5 Stacks oder 4,5 Stacks brauchte ich von diesem Ancient Debris. Ich habe mit gewissen Atombomben kleine Experimente im Nether gemacht. Ach, ja. Damit geht's eigentlich relativ schnell. Naja, das hat lange gedauert. Echt? Okay. Ja. Aber das ist krass. Also Netherite-Blöcke ist crazy. Wo willst du den denn aufstellen? Ich habe mir nämlich überlegt, guck mal, die Bank, ne? Die ist ja eigentlich ganz schick, aber irgendwie auch nichts Besonderes. Aber die wurde ein bisschen runtergewirtschaftet, kann das sein? Ja. Die war doch früher irgendwie mit... Die wurde auch ständig ausgeraubt. Ja, okay. Das ist ungeil. Ich habe mir überlegt, ich baue aufs Dach der Bank, mache ich so einen Käfig aus unzerstörbaren Glasblöcken. Das heißt, da kommt keiner rein. Und da rein baue ich dann einen Beacon. Ich brauche noch einen Wither, also habe ich aber auch. Ja. Und dann mache ich da Netherite-Blöcke unter den Beacon. Und damit zeige ich einfach den Reichtum der Bank. Boah, das ist der Plan. Also Netherite-Blöcke ist halt natürlich absoluter Reichtum. Also da kommen Dias und alles andere nicht dran. Aber guck mal, hier vorne ist auch einer. Das ist krank. Also irgendwie hat Logo auch einen Netherite-Block. Ja, versuch den mal abzubauen. Nee, lieber nicht. Ich stell mich mal kurz hier hin so. Was, wieso? Weil ich habe nämlich auch so einen Block bei mir. Bei mir ist es ein Dia-Block. Aber ich traue der ganzen Sache nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Danger-Zeichen dran. Ja. Der ist bestimmt Ich wollte eigentlich fragen, ob du mal. Ich wollte gerade sagen, der ist safe fake. Also bei mir habe ich das Gefühl, dass da eine Mine drin ist. Aber ich denke nicht, dass in einem Netherite-Block, dass du da eine Mine platzieren kannst. Ich denke nicht, dass das geht. Ich glaube nicht, dass das geht. Nee. Also in Netherite. Aber ich traue der Sache auch nicht und ich brauche den auch nicht und von daher, ja. Wollte ich dir nur zeigen. Wenn du willst, kannst du den Wither mit mir töten, komm. Den Wither? Ja. Warte mal. Was ist mit deinem Kopf los? Musste mich kurz einrenken. Achso. Irgendwas stimmt da nicht! Ja, das sind die Dinos, Gambo. Ach so! Ja, Logo hat schon wieder Dinos auf Bens Dach verteilt. Och Mann, ey, ich dachte, meine Maus hängt. Ich hab den Sensor die ganze Zeit sauber gemacht. Ich seh so, was ist denn hier los? Ja, Warum ruckelt hier alles? Ich hab die Sounds ausgemacht, weil die voll laut ja, sind. Ich und jetzt frage ich die ganze Zeit, warum vibriert hier alles? Mann, ey. Oh Mann. Ja, er lässt es auch nicht gut sein. Naja. Aber ja, ich kann dir gerne helfen, klar. Egal, let's go, lass den Wither töten gehen. Also was wir brauchen Mobs, weil der Wither, der kann ja Wither-Rosen machen, ne? Mhm. Wenn er einen Mob tötet. Das heißt, irgendwie 1, 2 Zombies oder so wären ganz geil, die würde ich noch einfangen. Und dann können wir loslegen. Ich habe im Keller sogar schon einen passenden Raum gebaut. Was, du hast denn extra Raum dafür? Ich müsste bei mir auch... Ich habe, denke ich, ein paar Zombies in Flaschen. Ja, geil! Genau, die brauche ich. Let's go, ja, let's go. Ich hole das Shrinking Tool. Jo. Denn, Leute, dann können wir die Zombies einfach wieder groß machen. Ich muss mal gucken, wo ich das habe. Ich habe das irgendwo in der Kiste. Wir haben hier 2 Shrinking Devices und die sind auch eingestellt. Beide auf 0,2. Das ist perfekt, weil damit kann man die Zombies oder auf, ach, was weiß ich, muss sie halt wieder groß machen. Und dann gehen wir mal runter. Und zwar habe ich hier in meinem Keller nämlich einen Raum,
der, ah, der ist falsch. Das ist der falsche Raum. Da sind wir beim richtigen Raum, Leute. Hier müssen wir nämlich hin, Freunde. Und zwar, ich baue mal das Ganze hier kurz ab. Aber, Leute, passt mal auf. Hier hinter, das ist nämlich hier ein explosionssicherer Raum. Und da können wir theoretisch den Wizard drin spawnen. Ich habe sogar schon überlegt, den noch ein bisschen größer zu bauen. Vielleicht machen wir das noch. Ich glaube nämlich, der Wizard, der braucht relativ viel Platz. Also der ist ja schon ziemlich groß. Und vielleicht machen wir den Raum einfach noch ein paar Blöcke größer, dass er hier auch ein bisschen Platz hat. Wir müssen ihn ja eigentlich nur töten. Und er muss halt ein paar Mobs zerstören, damit wir Wither-Rosen bekommen. Aber dafür müssen wir hier ein bisschen Platz schaffen, Leute. Ich bin gerade noch dabei, hier so ein bisschen was vorzubereiten, weil ich wollte den Wither... Kannst du mich hören? Hallo? Ja. Ach, du hörst mich gar nicht. Das tut mir leid. Jetzt höre ich dich. Also, ich bin gerade dabei, hier noch so ein bisschen was vorzubereiten, Gamo. Mhm. Dass es hier auch ein sicheres Ding wird. Und gehen auch Pillager? Geht alles. Alle Mobs gehen. Okay. Okay, Pillager okay, gehen. Klar. Gambos gehen, Hasen gehen, was? Alles gehen. Okay. Ich habe hier Pillager, Zombies, Skelette. Ich habe auch einen Eisengolem. Vielleicht hilft er uns sogar ein bisschen. Uiuiui. Hä, hey, das wäre krass. Das wäre krass. Ja. Ich weiß nicht, wie groß der Wizard ist. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht verwandeln und als Mobs kämpfen. Oh ja. Ich denke, vielleicht nehmen wir auch mal einen Mob, der ein bisschen mehr Herzen hat. Ja, das ist eine gute Idee. Was hast du für Rüstung an? Ich bin voll verzaubert, aber Dianor. Dianor. Kein Netherite. Kein Netherite, okay. Kein Netherite. Ich habe leider kein Netherite mehr übrig, Gambo, sonst hätte ich hier was abgegeben. Aber das wird hier alles verballert heute. Das wird ja anders verballert. Ah, okay, du baust hier so einen sicheren Safe, damit nichts kaputt geht. Ja. Sehr schlau, sehr schlau. Ja, danke, danke, danke. So, hier ist der Eingang. Okay, wir könnten noch einen zweiten sicheren Eingang machen. Das ist ja nicht so leicht. Durchkommen. Ja, wobei. Hä, dann müssten wir die all die senden. Ah, nee, aber ich keine Lust, alles noch zu verstärken, glaube ich. Ja, ich denke, das sollte schon reichen. Also, meinst der du? Wird hier ja nicht durchpassen. Der kommt ja allein was von. Was hat der für eine Hitbox? Weißt du das? Boah, die wird schon groß sein. Der Bruder hat drei Köpfe und ist ja wirklich riesig. Der wird hier safe nicht. Allerhöchstens, was er hier machen kann, ist, dass er hier durchschießt. Ja. Aber ich denke nicht, dass er hier durchlaufen kann, auf gar keinen Fall. Okay, ansonsten habe ich ein paar sichere Blöcke, also wir könnten das theoretisch noch zumachen. Und ja, der Boden ist jetzt hier noch nicht sicher, aber das muss eigentlich auch nicht sein. Dann würde ich sagen, Gambo, ich habe dir noch hier ein Shrinking Device mitgebracht, bitteschön. Mhm, danke. Wir brauchen jetzt Seelensand, das ist ja erstmal easy. So, und dann brauchen wir Wizard Skelett Schädel, habe ich auch drei Stück. Und damit können wir ihn spawnen. Die Frage ist, wie machen wir das mit den Mobs? Weil ich will Wither-Rosen. Und jedes Mal, wenn der Wither einen Mob tötet, bekommt man eine Wither-Rose. Ich würde sagen, wir packen die Mobs hier rein. Ja. Lass mal verwandeln am besten. Ja. Dass wir hier, weil sonst kommen die Mobs nämlich auch raus. Ja, warte mal. Wir brauchen... Ich denke, als Phantom werden wir von den Mobs nicht angegriffen. Kann ich als Phantom hier durchfliegen? Ja. Ja. Let's go. Das heißt... Ich würd die hier erstmal spawnen. Sobald alle gespawnt und groß sind, kannst du die Dinger hier drauf packen und dann fliegen wir hier ganz schnell durch. Okay, okay. Machen okay. Das Ding hier zu und smart, warten ab, smart. Bis die Mobs tot sind. Alright, mein so. Phantom-Bruder. Aber okay, greift der Golem uns an, wenn wir Phantoms sind? Das ist eine gute Frage. Tut er jetzt gerade nicht, also gehe ich mal davon aus, dass das so auch nicht macht. Okay, okay, okay. Ja, sieht gut aus. Weil wenn wir noch vom Golem angegriffen werden, haben wir ein Problem. Oh mein Gott, wir werden vom Golem... Ach nee, der Golem ach, killt die der Mobs. Golem... Oh, ja, nee, das weg ist ja mit dem. Weg mit dem. Weg mit dem. Das war ein kleiner Fehler. Ich hoffe, dass Wither-Rosen auch hier hinkommen. Und der Rundner. Ja, den hatte ich noch irgendwo. Naja. Trinkt er jetzt hier an Land? Ah, oder hat er da Wasser in seiner... In seiner Rüstung. Pillager! Ach, wie schön! Was haben wir denn noch? Ah, bleib stehen! Hab ich sonst noch irgendwas? Nee, das wär's. Bis auf den Golem. Den okay, Golem dann würde ich sagen, 5 Mobs. Lieber nicht aus. Reicht ja erstmal. Mhm. Wir spawnen den Wither. Let's go! Zack, zack. Willst du den letzten setzen? Nee, passt schon. Ich gehe mit dich. Guck hier von hier. Okay. Bam! Und raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, 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 raus. Da ist er! Warte mal, ich höre den, glaube ich, gar nicht. Oder? Ach doch. Ich höre den.
Oh mein Gott. Hat er... Wither-Rosen? Ja, Wither-Rosen! Wither-Rosen! Der hat welche? Die alle One-Hit gelegt. Der hat die ich denke, wir werden nicht mal angegriffen. Weil wir fertig sind, ne? Weil wir fertig sind. Ah, oh mein Gott, wir werden doch angegriffen. Das Ding ist, wir können gelogen. Jetzt noch mehr für mehr Wither-Rosen. Braucht man Wither-Rosen für irgendwas? Weißt du das? Boah, wir können kurz nachgucken. Nö, für gar nichts. Die sehen einfach nur schick aus. Okay, ich kann ja sonst einfach einen neuen Wither spawnen. Wollen wir ihn töten? Komm, reiner. Jetzt hab ich Lust. Okay, ich passe da nicht durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Gabo! Oh mein Gott, der Wither ist stark! Oh, ich hab dich geschlagen! Oh nein, ich muss mal raus. Was essen? Aber wir schaffen das easy. Let's go! Nicht sterben, Gambo! Oh mein Gott! Warum töte ich... Ach, wegen Netherstern, stimmt! Komm schon! Drop ihn! Ja! Let's go! Oh mein Gott, der Netherstern! Hä, wie krass! Wir haben es geschafft. Wir haben den Wither erlegt. Wir sind die Ersten auf dem Server, oder? Die den Wither getötet haben? Stark. Oh, das weiß ich gar nicht. Weißt du nicht? Ich habe irgendwo mal gehört, dass jemand einen Wither-Stern hat. Hallo, Gabo. Boah, du hast einen Wither. Ich habe super viel Leben als Wither. Wie viele Reihen? Drei? Drei, glaube ich. Oder zweieinhalb oder sowas. Ich kann jetzt den Beacon craften. Weißt du, wie man einen Beacon craftet? Was braucht man dafür? Gott, ich kenne Glas, Dias, Obsidian. Junge, diese Dinos. Ja, ich hab die auch schon. Ich hab die komplett gemutet. Oh, okay. Okay, also wir brauchen Glas. Ja, ich hab Glas. Wie viel? Ich denke, zwei, vier. Wie heißt das überhaupt? Leuchtfeuer heißt das. Und drei Obsidian. Fünf Glas und drei Obsidian braucht man. Glas. Drei Obsidian habe ich auch. Ja, okay. Dann craften wir mal einen Beacon. Für all unsere Freunde. Bam! Oh ja. Yeah. Kleinen Diablock noch. Mal alles mit. Guck mal, was ich hier hab, Gambo. Ja. Oh, was? Der passt zu deiner Haut? Ja. Okay. Gut, mein Plan ist es jetzt, das hier oben abzureißen und da jetzt einfach einen Beacon raufzuhauen. Das werde ich jetzt hier erledigen. Ich danke dir für deine Hilfe bei der Bekämpfung des ultimativen Feindes auf dem Server. Gerne, Ben. Gerne. Jetzt das Haus von Ben abreißen. Okay. Wir können uns aber nicht spawnen. Ich habe noch einen. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt, wo der Wither erledigt ist, meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, die neue Minecraft-Freunde-Bank hat wieder eröffnet. Schöner und reicher als jemals zuvor. Denn wir haben hier jetzt ein ganzes, ja, ein ganz schönes Stück Gold drauf liegen, würde ich sagen. Wir gucken mal rein, denn ich habe das Ganze hier natürlich mit gesicherten Blöcken eingebaut, meine Freunde. Kann ja nicht sein, dass jemand noch versucht einzubrechen oder sowas. Und ich sag euch, das Ganze ist massiv. Guckt euch das mal bitte an hier. Hier wurde nicht geschummelt, sondern hier haben wir wirklich alles so voll, wie es sein soll. Let's go. Ja, Diablöcke, unendlich viele. Das ist mega krass hier geworden. Und wir machen das Ganze wieder mit verstärktem Glas zu, Freunde. Wir wollen ja hier natürlich den Reichtum der Bank demonstrieren. Vielleicht können ein paar Nasen von euch das Ganze berechnen. Wir zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 mal 9 Goldblöcke haben wir. Dann haben wir 7 mal 7 Smaragdblöcke, 5 mal 5 Diablöcke. Und da oben, ich gebe zu, da habe ich ein kleines bisschen Tricks, Leute. Hier, aber das sieht halt keiner. Wisst ihr warum? Weil wir nämlich hier jetzt drauf den Beacon stellen werden. Den hauen wir hier hin. Let's go! Oh mein Gott, wir haben den Beacon! Wir haben den Beacon, Leute! Der erste Beacon auf dem Freundesserver. Let's go! Was wollen wir rauf machen? Uns fehlt tatsächlich noch eine Schicht, merke ich gerade. Das wusste ich gar nicht. Okay. Wir können uns allen Regeneration geben. Sprungkraft, Resistenz, Schnelligkeit und Eile. Offenbar müssen wir das Ganze noch erweitern. Vielleicht setze ich das nochmal hoch und mache Eisenblöcke unten hin oder sowas. Dann kriegen wir vielleicht noch irgendeine coole Kraft oder sowas. Aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, welche Kräfte wir hier aktivieren sollen. Bei unserem Beacon, ich sichere den natürlich so, dass hier auch keiner reinkommt. Also normalerweise dürfte da jetzt nichts passieren. Ich glaube, da
kann sich keiner reinbuggen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Bank hier wieder überfallen wird und mir meine ganzen Sachen geklaut werden. Aber ich hoffe mal, dass es nicht passieren wird. Wir werden es sehen, Leute. Das war's an der Stelle mit unserem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euch allen einen wunderschönen Tag. Abo nicht vergessen und ein Like. Und hasta la pasta.